Liebe Gläubige von Österreich betet, ich möchte mich heute wieder mit ein paar Worten an euch wenden. Ich habe das schon einmal gesagt in einem Kommentar. Die Heilige Schrift enthält oft wirklich ganz brisante, hochaktuelle Dinge, obwohl die Schrift vor vielen, vielen Jahren geschrieben wurde. So ist es mir jüngst ergangen, als ich eine Stelle gelesen habe, aus dem Buch Numeri 21, 4 bis 9. Das ist die Tageslesung vom Dienstag der 5. Fastenwoche. Da ist ein Ereignis beschrieben, das vor über 3000 Jahren stattfand. Die Israeliten waren auf dem Weg durch die Wüste vom Berg Hor, brachen sie auf Richtung Schilfmeer, um Edom zu umgehen. Und auf diesem Weg verloren die Israeliten den Mut. Sie lehnten sich in der Folge gegen Gott und gegen Mose auf und sagten: Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Etwa damit wir hier verhungern? Und sie waren dieser elenden Nahrung, wie es hieß, überdrüssig geworden. Und dieses Verhalten hat vielleicht einen tieferen Grund. Die Israeliten haben vergessen, dass sie von Gott eigentlich zur Freiheit befreit wurden. Sie haben vielleicht schon an Ägypten zurückgedacht, aber mehr an die Fleischtöpfe, aber nicht an die Sklaverei. Und sie waren sich dieser neuen Freiheit nicht so sehr bewusst oder verstanden es nicht, damit umzugehen. Und der zweite Punkt vielleicht für dieses Verhalten, das, was sie vor sich hatten, nämlich das gelobte Land, das haben sie irgendwie aus dem Blickfeld verloren. Deswegen verloren sie den Mut, begehrten auf und wurden überdrüssig. Und dann hat Gott sozusagen eingegriffen, er schickt ihnen Giftschlangen, sie wurden gebissen und viele starben. Und gleichzeitig führte das jedoch zu einer Umkehr. Einige kamen zu Mose und haben gesagt: Wir haben gesündigt, bete zu Gott. Und mit dieser Bitte ist Mose dann zu Gott gegangen. Und Mose hat dann den Israeliten eine Fahnenstange hingehalten, sie aufgerichtet und gesagt: Wer auf diese Fahnenstange blickt, der wird am Leben bleiben. Und so ist es dann auch gewesen. Bei dieser Stelle könnte man sich die Frage stellen: Können wir das nicht als Bild übertragen auf unsere Zeit? Vielleicht jeder Einzelne für sich, aber man könnte es auch ein bisschen auf die Kirche anwenden. Als Christen, als Kirche sind wir unterwegs durch dieses Leben, das heißt auch in gewissem Sinne durch eine Wüste. Und vor uns haben wir das gelobte Land, die Ewigkeit, das himmlische Jerusalem. Und könnten wir nicht bei dieser Stelle auch eine Gewissenserforschung machen, Blick auf Ostern, und sagen: Sind wir nicht da und dort mutlos geworden? Oder haben wir vielleicht sogar gegen Gott aufbegehrt? Oder ist nicht auch ein Überdruss manchmal in die Kirche eingekehrt? Ist es nicht so, dass wir die größten Schätze wirklich haben und doch sind manche überdrüssig? Sie schauen in der Messe auf die Uhr, weil sie zu lang dauert. Dabei feiern wir den Gipfel und die Quelle unseres Tuns. Oder manche reden geringschätzig über das Sakrament der Buße, dieser unglaublich große Schatz. Oder man ist überdrüssig zu beten und so weiter. Es ist doch allgemein eine Situation einer gewissen Mutlosigkeit gegeben. Und hier könnte man auch fragen: Was ist die Folge davon? Sind nicht heute auch schon Giftschlangen unterwegs? Das lateinische Wort Virus heißt auf Deutsch Gift. Körperlich das Virus als Gift oder vielleicht auch die Impfung mit manchen Folgen
könnte mancher als Gift verstehen. Aber vielleicht sollen wir es mehr geistlich betrachten und sagen, es gibt heute das Gift der irdischen Gesinntheit, dass der Mensch sozusagen, der Christ, den Blick verliert für das große Ziel, das er hat und auch für die große Freiheit, die ihm eigentlich geschenkt worden ist durch die Taufe. Und das Gift besteht jetzt darin, dass sich der Mensch an das Irdische bindet, an vergängliche Dinge klammert und dadurch logischerweise mutlos wird, gegen Gott zu murren beginnt und alle Dinge, die nicht dem eigentlichen Wesen des Menschen entsprechen, führen natürlich auch zum Überdruss. Und gerade in dieser Situation sollten wir uns wieder neu erinnern, dass wir durch die Taufe wirklich befreit worden sind zur Freiheit der Kinder Gottes. Und als zweites, dass wir ein unglaublich erhabenes Ziel, nicht weniger als den Himmel, die Ewigkeit bei Gott vor uns haben. Und wenn wir diese beiden Dinge sozusagen in der richtigen Weise sehen, dann können wir gerade jetzt in der Fastenzeit wirklich wieder umkehren und uns neu sozusagen in dieser Richtung vertiefen und auch die Bitte der damaligen Menschen im Herzen tragen, zu Gott beten. Das ist in erster Linie natürlich ein unglaublicher Auftrag an die geistlichen Führer, aber zugleich auch an jeden Christ, wirklich zu Gott zu beten, jetzt in dieser Situation und auf das Kreuz zu blicken. Die Fahnenstange ist eigentlich ein Vorausbild im Alten Testament auf das Neue Testament, auf das Kreuz Christi, wo Jesus sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und wir sollen jetzt gerade auf dem Weg nach Ostern besonders auf das Kreuz blicken, um im Kreuz die große Liebe Gottes zu uns zu erkennen und mit diesem Blick auch selbst fähig zu werden, in der Kreuzesnachfolge zu sein. Dann können wir statt Mutlosigkeit Mut schöpfen, statt Aufbegehren selbst umkehren und statt des Überdrusses wirklich eine tiefe, wahre Freude empfinden. Eine Freude über das Christsein, eine Freude über den Glauben, eine Freude über das Ziel, dem wir entgegengehen. Und Ostern soll ein ganz großer, mächtiger Vorgeschmack davon sein. Das wünsche ich euch allen heute von ganzem Herzen. Danke.